Godei, liebe YouTuber und liebe YouTuberinnen, und willkommen auf Rebels TV. Ich bin der Gons, wer denn auch sonst, und willkommen zu meiner Top 10 der Lieblings-Let's Player in the whole world. Gewünscht hatte sich das der X7S-Droyer. Diesem Wunsch werde ich natürlich auch gerne nachgehen. Falls ihr auch coole Ideen habt für weitere Top 10s, denn das ist ja logischerweise eine Serie, dann schreibt sie auch in die Kommentare. Die beste Idee werde ich dann für das nächste Top 10 missbrauchen. Und ohne lange drum rumzureden, geht's auch jetzt sofort los. Auf Platz Nummer 10 findet sich Mr. Pacton, und wer die COD-Community schon etwas länger kennt, der weiß, dass Pacton auch mal in der Commentary-Szene vertreten war. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass Pacton der erste war, der Live-Commentaries in eine Serie verpackt hat. Das Ganze hieß Dailies, wo er jeden Tag mit einer anderen Waffe jeden Morgen das erste Spiel live kommentiert hat und dann auf seinem Kanal logischerweise hochgeladen hat. Normalerweise wollte ich bei meinen Top 10 immer so machen, dass ich auch ein paar negative Aspekte mit reinbringe, nur bei den Leuten ist mir jetzt wirklich nichts Gravierendes aufgefallen, was sich wirklich zu erwähnen lohnt, und deswegen werde ich den Punkt einfach gekonnt auslassen. Auf Platz Nummer 9 befindet sich niemand Geringeres als Alligator, Ali Alligator, Ali Alligator. Ein richtig, richtig geiler und vor allem auch richtig guter Let's Player, dessen cranky Art einfach nur anzustecken weiß. Er ist auf Platz 9, weil er leider aufgehört hat, aber ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf und ich glaube, dass Alligator 1024 irgendwann wieder ins Leben zurückkommt. Auf Platz Nummer 8 befindet sich der liebreizende Kedos, der eine Hammerstimme hat und meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Sprachakrobat ist. Ein Let's Player, der, wie ich finde, auch ein paar mehr Abonnenten verdient hätte, denn er geht an seine Projekte sehr, sehr professionell ran und meist sogar professioneller als manche große. 20.000 Abonnenten sind schon gerade nicht wenig, aber ich finde, für Kedos, da könnte schon ein bisschen mehr drin sein. Na, mal gucken, was die Zukunft so bringt, nicht wahr? Auf Platz Nummer 7 findet sich German Let's Play, / German Let's Fail, / German Let's Button oder / German Let's Trash. Ein Let's Player, der ein breites Sortiment an Videos hat, seien es Let's Plays, coole Real-Life-Videos oder einfach mal ein paar Let's Lalas, hier ist wirklich für jeden was dabei. Warum ich ihn genau mag, kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ich finde, es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken, eine coole Persönlichkeit, und das Terraria-Let's Play mit dem Zombie finde ich auch richtig nice. Auf dem 6. Platz befindet sich Emero, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich an Emero denke, denke ich sofort auch an Mario Hex. Emero ist ein Let's Player, der meiner Meinung nach noch wirklich Skill in Form von Platforming aufweisen kann, sei es Super Meat Boy, Kaizo Mario oder I Wanna Be The Guy. Er hat bisher noch wirklich jedem Platformer gezeigt, was eine Hake ist. Nicht nur, dass er richtig viel Skill hat, richtig sympathisch ist er meiner Meinung nach auch noch. Platz Nummer 5 ist belegt mit einem Quantum Pro, der so viele RPGs auf seinem Kanal hat, dass man da echt die Übersicht verlieren kann. Fallout 3, Fallout New Vegas, Oblivion, Skyrim, Risen etc. pp. Wer RPGs mag, ist auf seinem Kanal genau richtig. Nebenbei hat er eins der lustigsten Happy Wheels Videos, die ich so im deutschsprachigen Raum gefunden habe. Wer interessiert ist, einfach mal auf seinem Kanal vorbeischauen, ihr werdet es nicht bereuen. Was wäre das hier für eine Top 10 der Lieblings-Let's Player, wenn nicht unser heißgeliebter Gronkh dabei wäre? Was soll ich zu Gronkh noch großartig sagen? Er ist ein sympathischer Typ, ein klasse Kerl, und er hat auch meiner Meinung nach deutlich verdient, der größte Let's Player in Deutschland zu sein. Viele von euch hätten wahrscheinlich jetzt erwartet, dass ich ihn auf den ersten Platz packe, aber nee, ich persönlich habe da noch ein paar Leute, die ich besser finde. Auf Platz Nummer 3 ist die Sympathie himself, und zwar Herr DK. Neben seiner Sympathie spielt er auch noch richtig gute Spiele, Zelda, Mario oder Mega Man. Ich finde, da macht's richtig Spaß zuzuhören. Und ganz besonders cool finde ich auch seine Let's Play Art, denn er versucht fast alle Spiele immer zu 100% durchzuspielen, so dass der Zuschauer am meisten von dem Spiel sehen kann. Auf Platz Nummer 2 befindet sich so ziemlich der verrückteste Commentator, den ich so kenne, und zwar Toby Games. Wenn man bei dem Typen nicht lachen muss, dann weiß ich auch nicht mehr, was bei der Geburt falsch gelaufen ist. Der Typ dreht nämlich immer richtig ab bei seinen Let's Plays. Neben seinen cranky Let's Plays ist er auch noch ein ziemlich cooler Musiker und hat Songs gemacht wie oder und mein Lieblingssong. Ich finde, er ist verdient auf dem 2. Platz. Nach den ganzen Topgrößen, wer könnte da nur auf Platz 1 sein? Es ist Ibis Games. Was ist das denn für eine unbekannte Socke, denken sich jetzt einige von euch, und ja, es stimmt, er hat gerade mal wieder erst 4000 Abonnenten erreicht. Wieso gerade mal wieder erst? Er hatte damals einen Kanal, der hatte weit über 10.000 Abonnenten, aber den hat er gelöscht, weil er einen Neuanfang auf YouTube starten wollte.
Was wahrscheinlich niemand von euch weiß, ist, dass er damals Pongy hieß und einer der Mitgründer von COD German TV war. So, Leute, das war die Top 10 meiner Lieblings-Let's Player in the whole world. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr diesem ganzen Video einen Daumen geben. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Falls ihr Zeit, Lust und Langeweile habt, könnt ihr die Top 10, Top 5 oder Top 3 euer Lieblings-Let's Player in die Kommentare schreiben und vielleicht noch einen Vorschlag für die nächste Top 10. In diesem Sinne, haut's rein und tschüss.